Ich habe schon ein Video zur Da Silva-Methode gemacht und dazu gab es sehr viele Fragen. Da habe ich gemerkt, ich muss etwas konkreter eine Anleitung geben, wie man diese Silva-Methode ganz effizient umsetzt. Und das kommt hier in diesem Video. Viel Spaß damit! Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Die Silva-Methode ist in Amerika wahnsinnig beliebt und hier im deutschsprachigen Raum gibt es nicht allzu viel Informationen darüber. Ich habe darüber schon mal, wie gesagt, ein Video gemacht, das sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Deshalb jetzt mal ganz konkret Schritt für Schritt eine Anleitung, wie du die Silva-Methode ganz effizient für dich benutzen kannst. Schritt Nummer 1 ist in jedem Fall, dass du dich in den Alpha-Zustand begibst und das ist ein super tiefer Entspannungszustand. Das hat man sehr häufig vor dem Einschlafen, da fehlt dann häufig aber die Konzentration, die Träume oder Gedanken zu steuern. Es gibt auch noch andere Tricks. Man kann das auch mit guter Musik, mit entspannender erreichen oder mit folgendem Trick. Du suchst dir einen Ort, eine Zeit natürlich, wo du gemütlich und wirklich ungestört dich deinen Gedanken hingeben kannst. Und du konzentrierst dich jetzt auf ein wunderschönes Ereignis aus deiner Vergangenheit. Das kann jetzt sein, ein toller Urlaub, das kann sein die Geburt des ersten Kindes, das kann auch irgendetwas anderes in der kürzlichen Vergangenheit sein, was dir gerade leicht in den Sinn kommt und wo du wirklich super glücklich warst. Denn wenn wir glücklich sind, dann sind wir so entspannt und dann ist die Schwingung so hoch wie in diesem Alpha-Zustand. Und dann versuch dieses Gefühl des Glücklichseins, des die Welt ist perfekt, alles ist in Ordnung, ich bin geborgen und alles läuft super. Versuch dieses Gefühl ganz intensiv zu fühlen und dann bist du auch schon im Entspannungszustand. Der zweite Schritt lautet dann, du stellst dir vor, du bist in einem dunklen Raum. Und das ist ein Kinosaal. Und vor dir eine Leinwand. Nur diese Leinwand ist scheinbar zweigeteilt. Auf der linken Seite siehst du, was du dir wünschst. Da siehst du dich wie in einem Kinofilm, in einer Videosequenz, wo du deinen Traum lebst, wo dein Wunsch in Erfüllung geht. Und der rechte Teil ist das Jetzt oder das, was vielleicht schief gehen könnte. Vielleicht stehst du ja auch kurz vor einem Ereignis wie einer Prüfung oder etwas anderem wesentlich in deinem Leben, einer Entscheidung und du siehst, was du nicht möchtest. Du hast also hier einen geteilten Bildschirm, wenn du so möchtest, oder eine Videoleinwand. Links dein Wunsch, rechts das, was du nicht möchtest. Und jetzt gehst du in Gedanken her und verschiebst die Kinoleinwand. Und du schiebst sie nach rechts, sodass du nur mehr das Bild deines Wunsches, deines erfüllten Wunsches, deines gelebten Traumes vor dir hast. Und du konzentrierst dich immer wieder auf dieses Bild. Ja. Das war es im Großen und Ganzen. Diese Übung machst du, wenn möglich, täglich oder sogar zweimal täglich, einfach so oft wie möglich. Und wenn du jetzt tagsüber unterwegs bist und dir kommt wieder dein Schreckensszenario, nämlich das, was du nicht möchtest, in den Sinn, schiebst du es wieder nach rechts und ersetzt es mit dem Bild, was du möchtest. Dazu gehört ein wenig Aufmerksamkeit. Allerdings verstärkt es deine Bemühungen und deine Anstrengungen ungemein.
Ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen deutlicher erklären, wie man die Da Silva-Methode anwendet. Die Erklärung dazu mit dem Rechts und Links hat ein bisschen damit zu tun, dass wir häufig die Zukunft links sehen und die Vergangenheit rechts. Das hat ein bisschen mit unserer Wahrnehmung zu tun. Ich habe allerdings gemerkt, dass auch da manche Leute verschieden sind. Aber das ist die Erklärung dafür, warum die Methode so funktioniert. Und nicht jeder ist sich dessen bewusst oder hat das schon mal beobachtet. Und nicht jeder funktioniert auch so. Also lass dich davon nicht irritieren. Wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt links mit rechts wechseln, dann mach das einfach. Wenn das für dich so stimmig ist, wichtig ist, dass du am Ende immer wieder dein Wunschbild direkt vor Augen hast, so als ob du direkt darauf zugehst und dahin zulebst. Als ob sich alles darauf hinbewegt, auf diesen gelebten Traum, auf deinen Wunsch, der in Erfüllung geht. Ja, wenn es wirklich noch Fragen gibt, wenn noch irgendetwas unklar ist, bitte schreib trotzdem. Es gibt keine dummen Fragen, manchmal bin ich mit den Erklärungen nicht so toll oder man versteht, jeder versteht die Worte ein wenig anders. Das ist völlig in Ordnung. Aber die Silva-Methode ist einfach genial. Die klappt wunderbar. Auch wenn du einen anderen Trick hast, um in diesen Entspannungszustand zu kommen, dann mach das doch. Also jeder muss das so machen, wie es für ihn stimmig ist. Der Clou ist immer der, dass ich das vor Augen haben sollte, um in das Gefühl zu kommen, wie es sich anfühlen wird, wenn der Wunsch erfüllt ist. Das ist die Prämisse, um die es immer gehen muss. Komm in das Gefühl, dass dein Wunsch erfüllt ist. Füll deine Gedanken mit dem erfüllten Wunsch, auch tagsüber, also im Wachbewusstsein. Aber programmiere dich in einem Entspannungszustand mit einem konkreten Bild. Die Bildsequenzen dürfen auch wechseln, das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, du bist da glücklich und erfüllt und das entspricht wirklich dem, was du dir von Herzen wünschst. Wie du schon siehst, geht es um positive Bilder, da geht es nicht darum, dass jemand anderem etwas Schlechtes passiert oder ein anderer der Verlierer ist oder irgendetwas nicht bekommt, sondern du sollst unbedingt da im Zentrum stehen und dein Leben, das du für dich kreieren willst, und die anderen sind zweitrangig. Dürfen auch hinein, klar, wenn man das möchte. Aber wir selbst müssen im Zentrum und im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Ja, alles Liebe. Ich hoffe, das klappt jetzt wunderbar mit dieser Anleitung. Und ich werde selbst noch eine geführte Meditation aufnehmen für die Silva-Methode, bald zu finden auf meinem Kanal. Alles Liebe für heute und bis zum nächsten Mal mit mehr Manifestationstechniken und Tricks.